EA Po Productions liest Wiener Sagen. Heute Meister Hans Puchsbaum. Mehr als 100 Jahre arbeitet man schon am Stephansdom. Das Langhaus ist fertig und der Südturm ragt in schlanker Schönheit in den Himmel. Es fehlt nur noch der Nordturm. Baumeister Hans Brachatitz ist müde. Die Arbeiten haben seine ganze Kraft gekostet. Die Stadtväter werden bereits ungeduldig und drängen auf die Fertigstellung. So kommt ihm dieser Hans Puchsbaum gerade recht. Der junge Kerl hat eine ganze Menge drauf. Die Zeichnungen und Entwürfe, die er vorlegt, gefallen ihm. Auch die handwerkliche Arbeit erledigt er schnell und gewissenhaft. Kurzerhand macht er ihn zu seinem Gesellen. Als sein engster Mitarbeiter, zu dem er sich schnell entwickelt, bleibt es nicht aus, dass der Puchsbaum den Meister Brachatitz auch zu Hause besucht, wo er dessen fesche Tochter Maria kennenlernt. Die beiden verlieben sich ineinander und dem Vater bleibt dies nicht verborgen. Eines Tages wird Puchsbaum bei ihm vorstellig und hält doch tatsächlich um die Hand seiner Tochter an. »So schnell geht's nicht«, meint der Brachatitz zynisch. »Ich will als Schwiegersohn den besten Baumeister von Wien.« »Das bin ich doch«, erwidert der Puchsbaum. »Hab's nur noch nicht beweisen können.« »Beweisen willst du's?« lacht der Meister. »Gut, bau den Nordturm. Ein Jahr hast Zeit. Auf den Tag genau, dann gebe ich dir's Töchterl zur Frau.« »Aber«, stammelt der Geselle und erblaßt, »Meister, ihr habt 4 Jahre für den Nordturm gebraucht. Wie soll ich's da in einem schaffen?« »Das ist jetzt deine Sache«, lacht der Brachatitz. »Du hast den Südturm als Muster. Da ist es doch ein leichtes, den im Norden schneller zu bauen. Und die Maria wirst so lange nicht sehen, bis das Jahr vorbei ist und der Turm steht.« Für Brachatitz ist damit die Sache erledigt. Er setzt Puchsbaum kurzerhand vor die Tür. »Puchsbaum, hey Puchsbaum, wach auf!« Hans schreckt hoch. »Was ist?« fragt er schlaftrunken und zieht sich um. »Da steht doch einer in der Stube.« »Du Lump«, schreit Hans, »wie kommst hier rein? Was willst?« Die Gestalt tritt näher, er dreistet sich sogar und zündet die Kerze an. Der Mann ist edel gekleidet, sieht gut aus, humpelt aber ein wenig. »Nix Böses will ich dir tun«, sagt der Fremde. »Ich werde dir zu deinem Mädel verhelfen.« Im Kerzenschein bemerkt Hans, dass der elegante Fremde nur einen Stiefel trägt. Unter dem anderen Hosenbein lugt ein Pferdefuß hervor. »Mein Gott, der Deibel«, entfährt es ihm. »Spinn ich? Träum ich?« »Beruhige dich«, sagt der Fremde. »Der Teufel, der Höllenfürst, der Satan. Ich habe viele Namen. Das tut nichts zur Sache. Wir machen einen kleinen Handel und du bekommst ein Mädel. Ist das ein Angebot?« »Ja, ja, das kenne ich schon. Du willst meine Seele.« »Aber gar nicht«, beschwichtigt ihn der Teufel. »Ich will nur, dass du ein Jahr lang weder den Namen Gottes, noch der Jungfrau, noch eines anderen Heiligen aussprichst. Das ist alles.« »Dann kann ich ja nicht einmal in die heilige Messe gehen«, überlegt Hans. »Aber ja, musst ja nicht sprechen. Bete in Gedanken, wenn's unbedingt beten willst.« Diese Auflage erscheint dem Hans durchaus akzeptabel. Er willigt ein. Als die Sonne schon am Himmel steht, erwacht der Hans. Sofort fällt ihm der Fremde mit dem Huf ein. Hat er geträumt? Er ist sich nicht sicher. Wie auch immer, den Nordturm soll er bauen. Schnell läuft er zur Baustelle und beginnt, das Unmögliche zu überdenken und zu organisieren. Was er anpackt, läuft wie am Schnürchen. Gerüste werden aufgestellt und die Arbeiter, die er neu eingestellt hat, legen sich anständig ins Zeug. Trotzdem würde er die Frist nicht einhalten können. »Ich lasse sie Tag und Nacht arbeiten«, kommt es ihm. Erstaunlicherweise haben die Männer nichts dagegen, und so hämmern sie Tag und Nacht, was den Bau mächtig voranbringt. Meistens hält sich Hans auf der Baustelle auf und arbeitet selbst tatkräftig mit. Die wenigen Stunden, die er daheim verbringt, schläft er wie ein Toter. Aber vor dem Einschlafen denkt er an sein Mädchen, das er noch immer unvermindert liebt, das er aber schon lange nicht mehr gesehen hat. An dem Tag, als der Turm bereits die Höhe des Kirchendaches erreicht hat, steht Puchsbaum zufrieden hoch oben am Gerüst und betrachtet sein Werk. Unten, am Fuße des Stephansdoms, sammeln sich die Menschen zur Messe. Eine schlanke weibliche Gestalt fällt ihm auf. »Ist sie das?« fragt er sich und sieht genauer hin. »Sie ist es,
murmelt er überglücklich. »Maria!« schreit er in unbändiger Freude, so laut er kann. »Maria!« Die Gestalt blickt zu ihm hinauf und winkt. Das ist das Letzte, was Hans sieht. Das Gerüst schwankt. Unter seinen Füßen krachen die Bretter, die Latten bersten. Puxbaum stürzt in die Tiefe. Ein Steinmetz meinte, Puxbaum wäre schon viel zu überarbeitet gewesen und entkräftet abgestürzt. Ein anderer meint, er hätte einfach das Gleichgewicht verloren. Ein Maurer erzählt später, dass er einen hinkenden Fremden bei Hans oben am Gerüst gesehen hätte, der ihn angestupst hat. Was auch immer den Puxbaum in die Tiefe stürzen ließ. Die Arbeiten am Nordturm wurden sofort eingestellt und das Bauwerk bis heute nicht vollendet.